In diesen Tagen feierte SQS das 10-jährige Bestehen seines Testcenters in Görlitz. Der weltweit führende Anbieter von Services im Bereich Qualitätssicherung für digitale Geschäftsprozesse ist mit seinen 200 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber für die Region. Das Görlitzer Center setzt mit zahlreichen lukrativen Testaufträgen in zukunftsträchtigen Bereichen wie intelligente Geräte, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, Carsharing oder autonomes Fahren Akzente. Die Mitarbeiter helfen so unterschiedlichsten Branchen auf ihrem Weg in die Digitalisierung. Zur Festlichkeit war dann auch Sachsens Ministerpräsident aus der Landeshauptstadt an die Neiße gekommen. Wir wollen, dass gerade im Bereich der Software, der Halbleiterindustrie, der IT-Wirtschaft die Zukunftschancen genutzt werden. Und deswegen ist dieser Besuch heute hier auch ein Stück weit ein Signal in die Richtung, was sind die Zukunftstechnologien, wo glauben wir in Zukunft die Stärke dieses Landes entwickeln zu können. Wir sehen Industrie 4.0 als ein, und auch Themen wie Elektromobilität oder autonomes Fahren, als Zukunftschancen. Wir greifen beherzt zu und dieses Unternehmen SQS ist eben eines, was auch wieder zeigt, wie das möglich ist, wie das geht. Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen. Wir freuen uns darüber und wünschen Ihnen auch in unserem eigenen Interesse eine gute wirtschaftliche Entwicklung, ein anständiges Wachstum. Herzlichen Dank für die Einladung. Bei einem anschließenden Rundgang konnten sich die Gäste selbst ein Bild davon machen, was da so alles auf den Prüfstand kommt. Dem Ministerpräsidenten hatte es dabei ein beliebtes Küchengerät aus dem Hause Vorwerk besonders angetan. Wichtig ist dem Unternehmen am Standort Görlitz vor allem die enge Kooperation mit der hiesigen Hochschule und der Berufsakademie Bautzen. Mittlerweile hat sich das SQS-Center als Talenteschmiede entpuppt, auch aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit mit den anderen Bildungsträgern der Region. Dies ist auch notwendig, denn die Herausforderungen der Digitalisierung sind branchenübergreifend groß. Intelligente Haushaltsgeräte, wie beispielsweise Küchenmaschinen, wo man über WLAN-Schnittstelle verbunden ist mit irgendwelchen Clouds und sich Rezepte runterlädt. Das ist also vor 5 bis 10 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Wer hätte gedacht, dass ein Kühlschrank denken kann? Dass man über Apps nachgucken, über mobile Geräte nachgucken kann, Endgeräte nachgucken kann, wie Tablets oder wie Smartphones, wie welche Einkaufsliste man noch benötigt, um den Kühlschrank wieder voll zu machen. Also die Herausforderung liegt sicherlich auch in dem im Thema Time to Market. Das heißt, diese Unternehmen werden immer stärker wachsen und im Wettbewerb stehen, auch in der Automobilindustrie. In Fahrzeugen der Mittelklasse sind heute 60, 80 Chips verbaut, wo Software implementiert ist drin. Das muss alles getestet werden und Gott sei Dank haben auch diese Herstellungsunternehmen oder Hersteller, wie große Automobilhersteller, die Affinität zum Thema Qualität und das ist unser Modell. Darum sollen die Kapazitäten bei SQS vor Ort in den kommenden Jahren verdoppelt werden. Gut für Görlitz, gut für die Region und ein klares Statement für den hiesigen Wirtschaftsstandort.